Freund. Willkommen zu Spyro, einem Helden, der seinesgleichen sucht. Zusammen mit unserem lieben Stream-Team sind wir heute auf den lieben Nightshade und wollen uns nicht mehr zu den lieben Western-Leuten. Wir nennen Beaver, die waren sehr böse. Ja. Wir haben einige Aufgaben zu vollrichten, wollen noch den Nasty Nog vernichten, doch jedoch müsste wieder Juwelen sammeln, sonst können wir, das will ich nicht sagen, das sind sie ich lieber, es hat da auf jeden Fall was mit Rammeln. Willkommen im Eisland, ich weiß gar nicht wie das heißt, und willkommen zu meinem Stream. Diesmal war es ein sehr schneller Start der Aufnahme gewesen, kann man nicht viel zu sagen. Die meisten Juwelen habe ich hier schon eingesammelt. Gibt's nichts zu beklagen. Von daher alles okay. Tja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir fangen an mit unserem lustigen Stream hier. Es gilt, alle Juwelen zu sammeln und komische Muskelmänner zu töten. Willkommen, meine lieben Zuschauer. Wir haben viel vor. Zum Beispiel wollen wir Schmetterlinge töten, aber wir wollen auch Ulrich befreien. Der übrigens Felix ist. Sei vorsichtig, mein Kleiner. Und greif die großen Feinde erst an, wenn du so groß geworden bist wie ich. Okay, Felix, ich höre auf deinen Rat, hör. Tja, das war Felix' Rat zum Sonntag gewesen. Ich hoffe, ihr macht euch was draus, weil sonst wird Felix sehr, sehr traurig sein, wenn er nicht auf ihn hört. Und wir wollen doch nicht, dass Felix sehr, sehr traurig sein wird, oder? Nein, das wäre allerdings sehr, sehr tragisch und das wollen wir nicht. Oh! Das war sehr gemein gewesen. Ich wusste noch nicht mal, wo der Ball herkam. Auf jeden Fall hat er ihn geworfen, würde ich mal ganz typisch sagen. Dankeschön. So. Ja. Das heißt, alle Sachen zu sammeln. Und auch müssen wir aufpassen, dass wir nicht von Gegnern getroffen werden. Ich weiß, man hat zwar 3 Leben und man wird nicht so leicht getroffen in diesem Spiel. Jedoch darf man nicht vergessen, diese Gegner sind im Vergleich zu den Anzahlen der Schmetterlinge, die auftauchen, leider mehr. Und ja gut, jetzt habe ich gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht so ist, aber es wird sich noch auf jeden Fall noch ändern. Es wird nachher längere Distanzen geben, die wir mit unserem Leben auskommen müssen. Aber nun ja, für den Moment sind wir noch längst nicht so weit im Spiel drin. Ich sage, wir noch nicht so eine Gedanken machen müssen, aber wir sollen ja schon mal trainieren, für dass das kommen mag. Würde ich mal so festhalten. Tja! Ich hoffe, euch geht es allen gut, alle, die in der Streamgemeinde da sind und natürlich auch meine lieben Zuschauer hier auf YouTube, die ich auch herzlich begrüße. Schön, dass Leute sich den Stream mit angucken, weil letztendlich ist es, wie gesagt, eine normale Let's Play-Aufnahme, so wie man sie kennt, aber eben halt verstreamt für Leute, die das gerne gleich von Anfang an mitgucken wollen. Oh nein, es ist Todor, der auch Felix ist. Psst, Spyro, einige große Nogs tragen eine Rüstung. Und in der Eishöhle können sie darin leicht ausrutschen. Okay, Entschuldigung, geht wieder. Tja, wir haben ja anscheinend 3 verschiedene Wege, die wir lang gehen können. Und ich frage mich, welcher wäre hier an der Stelle gerade der beste? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe aber erstmal hier lang. Oh nein, sie haben Rüstung. Und es hieß irgendwas von wegen, sie würden leicht ausrutschen können. Was heißt das denn für uns, die leicht ausrutschen? Ausrutschen im Sinne von, die hauen mich nicht oder? Naja. Ach, vielleicht kann ich sie hier umrempeln. Ist es das, was mir das Spiel sagen möchte? Soll ich es trotzdem versuchen mit dem Rempeln? Ist es das, was das Spiel will? Ach, das wollte das Spiel wirklich sagen damit. Ich soll sie wirklich umrempeln, weil sie hier ein bisschen rutschen. Ja, das ist doch super gelaufen, würde ich mal sagen. Was ist die... Ja, gut. Schöne Sache. Ja. So. Also muss ich mich noch erinnern. Angewöhnen. Angewöhnen. Okay. Alles klar. Der heiße Erdemann. Wisst ihr, dass der heiße Erdemann aus der heißen Erde geboren wurde und nun zu uns in den Stream gekehrt ist, um mit uns zu reden? Ja, das muss man erstmal wissen an der Stelle. Aber keine Sorge, auch damit werden wir fertig werden, dass der heiße Erdemann aus der Erde zurückgekehrt ist, um mit uns hier zu reden. Und verdammt, ey, ein Weg hier geht es schon unendlich lang. Ich hoffe mal, dass wir die Möglichkeit kriegen, nochmal die anderen Wege zu gehen. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Backtracking betreiben müssen. Warum auch nicht? Gib doch mal Leben. Leben, was wir nicht brauchen werden, weil wir eh die ganze wie bekloppte Affen abspeichern. Jupp. So. Hier ist noch ein Felix. Mal sehen, was uns Felix diesmal für eine Weisheit mitgeben möchte. Ein Schmetterling fliegt da noch rum. Felix, wie heißt du heute?
Andor, der Felix. Danke, dass du mich befreit hast. Toll, Felix, aber weißt du, das war jetzt aber nicht sehr hilfreich gewesen. Also habe ich schon mal bessere Hilfe gehabt, weißt du, von dir. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, ne? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, oh, könnt ihr mal erstmal hier lang gehen? Immer erstmal dahin gehen, wo man eigentlich nicht hingehen will und man kriegt kacke viele Juwelen dafür. Darf ich das nochmal an der Stelle sagen, man kriegt kacke viele Juwelen. Lila-Juwelen sind übrigens am meisten wert, das macht mich sehr glücklich. Weil, wie jeder von euch weiß, mag ich die Farbe Lila sehr gerne. Spyro ist übrigens auch ziemlich lila, fällt mir gerade auf. Finde ich lustig. Ja, also, wenn es um Farben geht, macht ihr mich mit Lila sehr oft sehr glücklich. Muss ich einfach mal an der Stelle so mal sagen. So, mal überlegen. Was machen wir denn jetzt? Ja, erstmal hier weiter. Wir gehen erstmal einfach erstmal Eingang zu Ende. Und wie wir sehen können, ist das der Hauptgang gewesen. Also nicht Hauptgang im Sinne von, ihr wisst schon, Hauptgang. Nicht im Sinne von, aua! Nicht im Sinne von, im Essen, wisst ihr, beim Essen gibt es ja auch, die Vorspeise, den Hauptgang und die Nachspeise. Also so meine ich das nicht, aber ich meine das ein bisschen anders. Oh Gott, ey, wird so viel zu übersehen geben, Alter, ist das ein offenes Gelände, ne? Ist das ein offenes Gelände, ist ja furchtbar, ist das ja, ne? Oh Gott, ich muss nur gut merken, wo ich schon überall gewesen bin, weil sonst kriegen wir ein Problem. Sonst könnten wir wirklich ein Problem kriegen, aber das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass ihr mit Problemen hier zu arbeiten habt. Ich will ja, dass ihr ohne Probleme hier möglichst durchkommt. Wie viele Juwelen hat das Level eigentlich? 400. Und 5 Drachen. Okay, und da sind jeweils 3 Muscheln, die Leben bei sich haben. Was zur Hölle ist denn da los, ey? Wie kommt man da hin? Tja, viele Fragen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal eine Antwort darauf. Schön, dass der heiße Erdemann seinen Thematiken treu bleibt und auch uns heute weiterhin mit glücklichen und möglichst tollen Liedern, wie zum Beispiel mit Asher, Felix, was hast du zu sagen? Ich trinke was. Danke, dass du mich befreit hast. Geben wir nicht mal Platz zum Trinken hier, die Armen. Das ist ja schon fast ein bisschen gemein, ne? Tja, mal sehen. Nach Hause wollen wir noch nicht. Wir wollen, ja, ich springe wieder mal hier rauf. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Am Ende ist es auch egal, wie viel die verschiedenen Juwelen wert sind. Am Ende will ich sie ja trotzdem alle haben. Na, da macht es gar keinen Unterschied, würde ich mal sagen, wa? So, komm mal her, mein Freund. Meine holden Freunde, ich muss euch essen, weil ich brauche Energie. Und adios. Wie eine Kundin bei mir immer sagen würde, die sagt nicht adios, die sagt immer adios. Das ist so eine alte Dame in den 70ern ungefähr. Also 70 Jahre alt und immer adios. Das ist so geil, die ist der Knüller, die macht mich fertig, die ist echt toll. Eine sehr freundliche Dame. So, kommt mal her, Schmetterling. Wieso ist es eigentlich bei mir so angewohnt, haben Fledermäuse immer Schmetterlinge zu nennen, so rum, genau. Wo ist es? So, sie ist weg. Sie ist weggegangen. Und wer bist du denn auf deinen komischen Gleisen, wollte ich sagen, hier Skipisten-Ding, wie heißen die? Keine Ahnung, ich schub sie mal weg, okay? Fand er nicht so gut. Okay, ich schub sie mal weiter weg. Okay, tschüss. Das war lustig mit dir, muss ich schon sagen. Aber diese lederne Grütze ist, glaube ich, nicht so gesund. Na gut, was ist denn da oben? Na, das ist ja ein merkwürdiger Ort. Na, hau mal ab. Wie kommen wir denn da ran? Muss ich die... Ja, die muss ich umrennen anscheinend. Okay, das kann man ja machen. Das kriege ich hin. Das kriege ich... Und da hinten ist noch ein Drache. Na gut. Oh ja, hier gibt es einiges zu tun in diesem Level. Aber ich mag das Level-Design bis hierhin. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich komme auch mit den Leveln. Noch weiß ich ungefähr, wo ich hingehen muss. Also noch weiß ich, welche Stellen mir fehlen. Also Rüdiger wüsste das ja jetzt nicht. Aber das ist euch ja wahrscheinlich schon bewusst. Na, das ist euch ja wahrscheinlich schon bewusst, dass Rüdiger jetzt schon wieder sich total verirrt hat. Aber naja, Rüdiger ist halt Rüdiger, ne? Den können wir nicht so viel zutrauen. Rüdiger ist letztens vor kurzem mal wieder Auto gefahren, nach tausenden von Jahren. Das war witzig, was er da erzählt hat. Das war richtig witzig. Der Rüdiger und Autofahren, das ist so eine Geschichte, ne? Die hört man nicht. Die hört man nicht so oft. Oh, Schmetterling, komm mal hier runter. Schmetterling, dankeschön. So. Alles Eddie wird ja zum Schmetterling. Also von da ist es gar nicht so falsch, was ich da sage, ne? Muss man an der Stelle sagen. Okay. Und das da. Ja, okay, das kann ich verstehen. Rüdiger macht übrigens jetzt auch gleich einen Stream. Von daher ist es verständlich, wenn manche Leute jetzt gerade wechseln. Der hatte ja auch spontan einen Stream vorgehabt. Na gut. Und ich habe hier noch einen weiteren Drachen. Mal sehen, was Felix dies dazu sagen hat. Du hast dich wacker geschlagen, Spyro. Einen gedachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit. Bereit für was? Das wissen wir alle immer noch nicht.
Aber wir sind bereit, egal was kommt. Bin bereit, Beförderung, jederzeit. Okay, Entschuldigung, ich wollte das nicht. Okay, ich wollte das wirklich nicht. Es ist einfach so passiert, ja? Das ist einfach so passiert, dachte man dann auch dazu. Hallo Fledermäuse, Schmetterlinge. Fledermaus, Schmetterlinge? Sü. Tja, das ist doch eine schöne Sache für sich. So, dann lass dich mal überlegen. Wo gehen wir lang? Hier einmal? Gibt's hier irgendwas zu holen? Ist hier noch irgendwo ein Juwel? Ich will nur sicher gehen, dass ich nichts verpasse hier an der Stelle. Ich muss jetzt eh Backtracking betreiben. So. Der Drache hieß Ragnar, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ragnar war sein Name gewesen. Ich bin immer ein Drache, der nicht süß und von Sarah gemocht ist. Okay, tschüss Felix. Ich bin abgestürzt. Ich hoffe, das ist okay für dich. Nochmal zurück. Wir haben ja keine Juwelen verloren, glaube ich, ne? Nee, sind immer noch alle da, soweit ich das jetzt richtig sehe. Ich glaube, wir haben keine verloren. Das ist ja eigentlich sehr angenehm für ein Spiel. Das ist ein Leben. Wenn man noch Leben hat, dass man dann auf jeden Fall nicht seine Juwelen verliert. Und immer als Paradebeispiel Banjo-Kazooie, wenn du da stirbst in einem Level, soweit ich das doch richtig weiß, ich habe das ja nie selber gespielt, aber ich habe da ja schon Let's Plays von geguckt und da weiß ich, wie das funktioniert da. Dann kann es auch mal sein, dass alle Noten einem weggenommen werden. Man muss ja 100 Noten in einem Level sammeln. Und wenn man dabei stirbt, dann darf man nochmal neu anfangen. Das ist ja schon ein bisschen hart, ne? Sehr, sehr harsch, aber das ist halt rare Ware. Die hatten halt immer relativ solide Spiele vom Schwierigkeitsgrad her, aber es gab auch immer seine harten Knackpunkte, wenn man es komplettieren wollte. Gehen wir erstmal hier hoch. Warum eigentlich eine Socke? Das wissen wir alle nicht so ganz. Aber die Katzensocke findet das schön. Oh, ich habe ja noch gar keinen Schlüssel hierfür. Naja, was kann man denn da machen? Hier ist ein Juwel hingestellt worden. Das soll mir doch bestimmt... Ja, ich wusste das. Das Juwel soll mir doch bestimmt was sagen. Was ist denn hier? Ist hier noch irgendwas? Konnte ich noch weiter backtracken? Oh, guck mal da hinten. Da ist auch noch was. Da wollen wir auch nochmal hingehen. Aber erst auf den Moment. Oh. Ja, das war jetzt hier letzte Drücker. Noch auf dem letzten Drücker gewesen, dass ich noch rechtzeitig die Dreiecktaste gedrückt habe. Dann landet der liebe Spyro nämlich. Sonst landet er nicht. So, jetzt bin ich schon wieder am Ende. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, um nochmal diese Laterne da zu kriegen. Laterne, Laterne, Kacke in die Sterne. Okay. Oh, ich habe als alter Midlife-Crisis-Dach mit komischem Gesicht nur nicht so viel Selbstvertrauen. Was zur Hölle, Felix? Ich weiß doch nicht, über was du vorhin redest. Okay, Felix, aber ich nehme das einfach mal so hin, ne? Die nehmen das mal in die Sparte. Felix ist besoffen. Nur für den Moment, Felix. Sonst bist du natürlich nicht besoffen. So, hier sind die beiden Vollpfosten, wollte ich sagen. Zack, einer. Und zwei. Ja, ich glaube, das waren noch die drei Wege, die ich gesehen habe. Jetzt haben wir 360. Es wäre jetzt logisch, wenn in der Truhe noch 40 drin wären, aber 40 Stück halte ich schon fast hier ein bisschen unwahrscheinlich. Wenn da 40 Stück drin sind, dann bin ich natürlich glücklich, aber ich sehe es leider nicht kommen. Ich glaube, ich habe... Da hinten sehe ich schon Juwel. Da, mal sehen, wie viele haben wir denn hier drin? Es sind... Noch 390, da hinten ist die 400. Das ist ja ein Ding, wa? Wie kommen wir denn an die 400 dran? Boah, wo muss man da springen? Ich weiß es leider nicht. Müssen wir mal herausfinden. Das müssen wir mal herausfinden. Wo ich da den Sprungpunkt finden muss für die 400. Das wird ja jetzt aufregend, sag ich mal, da den Platz zu finden. Auf jeden Fall wissen wir, wo das letzte Juwel ist. Wir wissen nur nicht, wie wir da rankommen. Und das gilt jetzt herauszufinden an der Stelle mal. So, mal sehen. Ich habe es irgendwo ja da hinten gesehen gehabt. Nee, ich muss noch weiter zurück. Ich muss noch weiter zurück. Gehen wir mal erstmal in die Richtung weiter. Top, 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 top. Okay. Oh nein! Ich bin trauriger Drachi. So. Oh. Ich werde aber cool durch die Gegend teleportieren, wenn ich es will. Ah, ich glaube, genau hier durfte ich nicht lang. Doch, hier muss ich lang. Hier muss ich lang. Sehr gut. Top. Das letzte Juwel. Ich schätze mal, ich könnte an der Seite lang gleiten. Spyro macht den Bowser. Macht er das? Okay. Das wusste ich gar nicht. Inwiefern macht er denn den Bowser, Gameboy? Ich hatte ja mal irgendwas von meiner coolen Bowser-Wasser-Platsch-Attacke erzählt, aber inwiefern das dann wirklich was damit zu tun hatte? Man musste eher an Mario denken, der in der Galaxie stirbt. Und dann Arrivederci oder wie schade. Irgendwie sowas immer. Ja, immer irgendwas Gemeines.
Wir sind hier. Da hinten müsste das Juwel sein, ne? Ja, denke ich mal. Aber hier ist es doch. Wie konnte ich das denn übersehen? So einfach geht's. Und wir haben 400, oder? Ja, schön. Wir haben es geschafft. Das kann man so abhaken. So, mal sehen. Rennen wir eine Runde. Und zack. Da können wir ja das Level jetzt verlassen, ne? Oder gibt's hier noch einen Eierdieb? Nee, gibt's hier nicht. Okay, dann können wir wirklich das Level verlassen. Tja, das Level, das hatte ich ehrlich gesagt schlimme Erinnerungen damals als Kind. Ich glaube, das war so eigentlich eines der ersten Level, wo ich mir die Lust immer an den Spiel vergangen ist, weil dieses Level mochte ich, glaube ich, nicht. Naja, aber ich war ja auch nie ein großer Fan von diesen Eis-Leveln. Und da wundert es mich nicht, dass ich da so ein bisschen abgeneigt gewesen bin. Speichern wir nochmal richtig ab. Na komm. Sehr schön. Hallo, Feenfrau, die viel zu knapp angezogen ist. Eine Bauchplatscher-Geschichte, ja. Nein, die Bauchplatscher-Geschichte habe ich ja schon erzählt. Die Geschichte war ja die gewesen. Was? Hat jemand anders eine Bauchplatscher? Die Bauchplatscher-Geschichte habe ich nur in meine Kusche. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es geht gar nicht um mich. Oh, hier war das ja der Bowser. 400 Juwelen. So. Das sind dann 2100. Wir wollen immer eine gerade Zahl haben, wenn wir aus dem Level rauskommen. So. Was soll ich euch sagen? Ein weiteres Level haben wir abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo es als nächstes hingeht. Lass mich mal überlegen. Tja, ich würde mal sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Weil die ist ja jetzt auch schon ziemlich lang hier. Bis zum nächsten Mal dann und ciao, ciao.